Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. This guy. Und heute haben wir ein Standarddeck für euch. Yay. Und weil das letzte Standarddeck dem Christopher zwar aggressiv genug war, aber nicht lustig genug, hat er ein aggressives, lustiges Deck gebracht, wo er noch mehr den Leuten am Keks gehen kann. Ja, Leihwand, oder? Finde ich super. Aber die Mana-Base ist schon wieder viel uncooler zum Einblenden. Vor allem beim letzten Mal, wenn wir so zwei Karten nicht einblenden, dann müssen wir jetzt schon fünf Karten Ja, einblenden. schrecklich, Patrick. Du hast unser aller Mitleid. Bitte darum. Du spielst nämlich neun Plains, sieben Mountains, das geht ja noch, dazu zwei Castle Amberath, damit du die Leute pushen kannst. Damit du die Leute pushen kannst, größere Dudes. Und dafür dazu noch vier Sacred Foundry und zwei Temple of Triumph, weil du gern die Multicolor-Schiene auch hast, wenn du schon ja. Warrosh bist. Also ich hätte lieber Battlefield Forge, da würde ich vier spielen. Statt Temple oder was? Oder ich hätte lieber vier Inspiring Vantage, da würde ich auch vier spielen. Ja, oder Arithmesas. Oder Arithmesas oder Clifftop Retreat, weil die Temple kommen halt immer noch getappt. Aber das ist in ein Dualand. Und in dem Deck ist das teilweise wirklich lästig, weil du halt schon on Curve spielen möchtest, zumindest am Anfang. Du musst halt. Du musst. Also sind wir uns ehrlich, du musst on Curve spielen. Okay. Weil du bist aggressiv und du bist schnell, aber jo, du bist halt nicht so hart wie die Decks, die es früher gegeben hat mit dieser Karte. Ja. Worüber sprechen wir? Ja, über Vinota. Das, über Vinota, das weiß das jeder. Das steht im Titel. Mit dem Ban von Agent of Treachery bist du natürlich nicht mehr so stark, unter Anführungszeichen. Ja, weil du halt nicht fladern kannst wie der ärgste Ranzer. Da musst du halt dich wirklich durchfighten. Du musst halt dich durchkämpfen, ja. Ja. Gut, schauen wir uns das Deck an. Deine Kurve fängt mit 1 Drops an, wenig überraschend. Du spielst 3 Gingerbrood. Haha! Ist das nicht die Ding, die immer kommt auf Arena? Keine Ahnung. Aber es wird passen, oder? Ich habe einen Ton abgedreht. Also ich nicht, bei mir kreien sie immer und schreien. Ich finde, das gibt dem ganzen Ding. Wenn ich schon nicht das Grunzen meiner menschlichen Gegenparts habe am Tisch beim FNM, dann will ich zumindest den depperten Gingerwood. Haha! King, welche Gegner-Spiele die dich angerumpfen? Erst frag mich nicht, Alter. Ist okay. Dazu der ist unblockbar, deswegen spielt man. Und ja. Also ein 1-Drop und der Taste. Und er ist kein Human. Und er ist kein Human, das ist auch relativ wichtig. Du spielst auch 4 Selfless Savior. Das ist der Hund. Der Hund beschützt die Winota. Ja, der ist auch kein Human. Nein, aber er beschützt die Winota. Ja, und das ist auch ein 1-Drop. Macht auch der was auf Arena? Das wäre auch praktisch, wenn der bellen würde, ne? Ich hab keinen Ton. Genau. Und dann hast du einen virtuellen 2er-Drop. Und den ist jetzt mal ein 2er-Drop. Es ist Stone Coil Serpent. Jetzt fällt mir für alles was. Ja, das Gute an Stone Coil Serpent ist, du kannst es eben Turn 2 als 1er-Drop spielen. Mhm. Aber im Mid- und Late-Game, haben wir eh schon öfter besprochen, ist einfach eine große Schlange da, die nicht nur Reach hat und Trample hat, sondern auch Protection from Multicolor hat. Jawohl. Was sehr gut ist. Ja, leider. Und sehr schön. Und sie hat mit einer anderen Karte in diesem Deck auch noch Synergie. Werden wir dann sehen, wenn wir soweit sind. Dann hast du noch 4 Raised Alarm. Das ist zwar keine Kreatur, aber ich nehme es jetzt. Alarm. Ich nehme. Das wäre die richtige Backflash. Das nehme ich jetzt zurück. Nehme ich jetzt die Kreaturen dazu, weil es halt auch ein 2er-Drop ist. Bringt auch 2-1-1er. Auch keine Humans. Ja, Entschuldigung, ich war gerade so im Alarm drin. Ja, ja. Wer sucht alte Outtakes, da findet ihr das, warum das drin ist. Ja. Es ist sehr alt schon. Sehr alt. Ich kann einfach nur Alarm im YouTube eingeben und euch berieseln lassen. Das geht auch. Jo, sind halt keine Humans, die angreifen, sind halt viele. Ja. Und können wir End of Turn spielen. Mhm. Genau. Kannst du als Surprise-Blocker spielen und. Ja, oder einfach deinen Angreifer oder einfach dribbeln. Turn 1 irgendwas, ja. Turn 2 im gegnerischen Zug, das. Und dann. Dann hast du vor allem drei Angreifer. Ja. Und dann spielst du im dritten Turn Legion Warboss. Das ist der Goblin Guide. Nein, das ist der Goblin Guide. Guy. Der Goblin Guy ist sagen, vielleicht. Entschuldige, wir machen so viele Deckchecks heute, ich habe so viele Formate im Kopf schon so quer. Verstehe. Der hat dann greifst du nämlich Turn 3 mit 4 Kreaturen an. Ja. Zwei Geraster, irgendein 1er-Drop und dem Goblin. Mhm. Und das ist alles 1-1er, aber Kleinvieh macht auch Mist. Aber das Coole ist, wenn du den Turn danach. Den Turn danach. Auf ihn unterlegst und dann mit den ganzen Dreck angreifst. Ja, aber zuerst hast du noch einen 3er-Drop, weil du aus dem 3er-Drop noch Taij, den Legion's Edge, der macht, wenn er ist, der ist nämlich Eilig und wenn er angreift, kann er einen 1-1er größer machen. Und First Strike auch noch geben, was echt gut ist. Ja. Und er legt Marken auf andere Leute. Ja. Und das ist wieder gut mit
einer anderen Karte. Zu der wir später kommen. Jetzt nämlich. Jetzt kommen, stimmt. Ja. Basis Lieutenant. Ja, genau. Und alles, was Deutsch größer macht. Vier Stück. Macht einen 2-2er, wenn stirbt. Wird ein 2-2er. Insofern zahlt es bei dem sogar aus, dass du verschiedene Kreaturen plus 1 genau, plus du eins machst gibt. Nicht, du machst nicht nur einen Blatt, sondern du machst viele Blatt. Ja. Gibt's in Deutsch immer First Strike, dass wenn, er nur gejumpt wird. Hast, ja. Ja. Und wenn dann Basis Lieutenant kommt, bleiben da trotzdem ein paar Leute übrig, was auch sehr leibend ja. ist. Stonecold Serpent ist halt die andere Kreatur, die mit Marken genau. eben ist. Das heißt, du hast die Serpent, du machst Teich, den Marken hast und Basri macht dir selber auch eine Marke, wenn ja. ins Spiel kommt. Das heißt, du kannst dein ganzes Team more or less zumindest nicht Wrath-proof machen, aber so, dass wenn der Wrath kommt, sie alle wieder da sind. Genau, Gegner tappt dich aus mit Wrath, du hast aber trotzdem noch immer Leute und kannst weiter aggressiv sein. Ja, du kannst halt vielleicht sogar hinterher Winota spielen und hast wieder das ganze Setup dabei. Genau, weil wenn du dann nämlich Winota hast, John of the Force, wo wir natürlich auch vier Stück spielen, ja. dann ist jeder Nicht-Human, der angreift, schon relativ relevant. Also ich muss gestehen, mir macht dieses Deck ja viel mehr Spaß als das Originale mit dem Agent of Treachery, weil Agent of Treachery einfach eine Dreckskarte ist. Eine ranzige Arschkarte ist das. Jetzt wäre man nicht so vulgär. Na, es ist so. Aber leichte, vulgäre Aussprache. Aber Winota ist eine so coole Karte und ich finde die Mechanik auch sehr leibend. Ich habe sie gehatet im Spoiler-Alarm, weil ich man das nicht vorstellen konnte, aber es ist einfach wirklich cool und spaßig und ich mag das, wenn man um eine Karte rundherum bauen kann, ein ganzes Deck. Okay. Leiwand. Leiwand. Gut. Wenn Winota dann angreift und Sachen ins Spiel bringt, was bringt sie uns denn dann? Bringt sie uns dann... Ja, sie bringt Deitch, Basris, Lieutenant und die zwei Herren, die jetzt kommen. Genau. Kenrith, der Returned King. Das ist so eine gute Karte. Ja, Kenrith ist super. Er gibt einfach Trample auch noch. Ja. Für ein... Also bei dir gibt keine eh nur Trample oder Leben geben. Ja, ja, genau. Aber Trample reicht ja. Genau. Und das Leben geben ist gegen die aggressiven Matchups auch echt gut. Okay. Es sind halt 5 Leben. Ja. Denk mal nach, was das ist. Das sind 5 Leben. Ja, das ist ein Viertel von deinem ganzen ja. Leben. Ist ja. Verrückt, oder? Ja, ist viel. Und der Hund ist 5-5. Ja. Ist der König. Also, leiwand. Mhm. Sehr fein. Und die letzte Kreatur im Main Deck sind 2 Haktos, der Unscared. Ich kann mich erinnern, auf dem haben wir auch geschimpft, wie er im Spoiler ja, der, weil der im Endeffekt ist der halt auch nicht leiwand, weil er diese Randomness oben hat auf sich. Ja, und selber halt ein 1er hintern. Aber im Winota-Turn ist er indestructible und wenn du dann die richtige Mana-Kosten erwürfelst und der Gegner hat 3 Zweier-Drops liegen und denkt sich, er stirbt eh nicht, aber du würfelst genau 2 und dann kann er einfach Protection vom CMC 2 ja. ist halt aus. Es ist einfach aus. Weil du kannst sie nicht mehr jumpblocken. Egal. Ja. Geil. Und du hast, weiß ich nicht, noch einen 3er Schuss drauf. Aber es ist indestructible auch. Jetzt hagelt es gerade voll aus. Nein, also die Zuschauer, die den Channel länger von wissen, ich bin nicht der typische Agro-Spieler. Aber wenn ein Agro-Deck richtig geil ist, dann bin ich voll drauf. Dann bin ich voll dabei. Okay. Und was auch voll drauf ist, ist nämlich, wenn du dann der ungeblockten Kreatur Amberglyph drauf gibst. Zum Beispiel Haktos, der auf CMC2 ist ja. und indestructible diesen Turn. Und dann Amberglyph drauf. Ja. Dann ist vorbei. Double Strike Trample ist nämlich immer viel Ouchie, egal wie sie blocken. Es ist wurscht, es ist aus. Und Amberglyph ist so eine gute Karte auch. Ja. Also Amberglyph gewinnt allein halt sehr viele Spiele. Ja, Amberglyph gewinnt extrem viel. Auch in Mono-Roten gemacht, aber in dem Deck natürlich auch, wenn du gerade so aggressiv bist. Und ja, halt voll. Du brauchst eine Marke auf Gingerbrew drauflegen und dann Embercleave drauf. Ja. Sollte unblockable. Das reicht dann auch oft. Ja, sind 6 Damage pro Turn, ist auch ausreichend. Sag ja. Ja. Oh, cool. Ja, super, oder? Ich bin begeistert. Ich merk's. Ich bin schockiert. Aber gut, schauen wir uns das Sideboard an. Du hast nämlich noch weitere Kreaturen, beziehungsweise Split-Spells. Mhm. Du hast 2 Giant Killer-Dropdowns. Genau. Für große Kreaturen und die Giant Killer Ability halt mit dem Wegtappen. Mhm. Kann auch gut und wichtig sein. Ja. Dann hast du 3 Bone Crusher Giant bzw. Stomp für kleine Kreaturen. Ja, von dem ich ja sowieso ein totaler Fan, das solltet man ja auch schon wissen. Also ja. Ich finde den so gut. Das ist selber auch ein Non-Human. Ja. Der hat das eingebaute Removal drauf. Ab und zu nimmst 2 Warbers raus und noch irgendwie einen kleinen Scheiß, bringst das rein, hast zusätzlich Removal gegen die aggressiven Decks und hast dann immer noch einen 4-3er, der auch angreift, die Winota triggert und dann holst den König aus dem Deck. Boom, Explosion. Okay, wir haben noch 2 Gideon Blackblade. Ja. Apropos Karten, die du gern magst. Ja, voll. Der macht halt
gibt halt Lifelink gegen die aggressiven Decks, der Pressure die Control Decks selber. Ja, und gibt den Karten, die gerade nicht indestructible sind, auch indestructible. Yes, yes. Richtig gut. Oder Vigilance, wenn du es irgendwie brauchst. Ja. Wenn der König zu Hause, zum Beispiel, wenn der König da ist, dann ist der König vigilant. Vigilant. Na, der König hat keine Vigilance, vigilant. Verstehe, ja, ist ein Nobel. Ein nobler König, ja. Und dann hast du noch einen sehr lästigen Spell, zwei Unbreakable Formation. Da was, diese Karte wurde durch den Print von Basil's Lieutenant um zwei Häuser besser, weil der Counter jetzt auch relevant ist, dass ich es eben in meiner Mainphase spiele. Ja. Sind sie doppelt indestructible mit Winota zwar, aber... ja, aber wenn ich keine Winota habe, dann sind sie trotzdem indestructible und ich greife die an. Blops. Und sie sind größer und sie sind vigilant. Das sind nämlich dann wirklich alle vigilant. Ja. Nicht nur der König. Nicht nur der König. Dann hast du noch Removal in Form von zwei Fries. Jo. Für... Stuff wegschießen. Es gibt keine Teferis mehr, aber es gibt andere Grätzen, ja, wenn man abschießen will. Man findet schon ein Ziel. Du hast vor allem ist es ja Color Hate. In den anderen Farben hast du dann die Voted Degree, um die anderen Farben abzudecken. Ja. Da hast du alles abgeschossen, was sich bewegt. Und wenn gar nichts mehr geht, spielst du Rune Halo. Und sagst, die will ich auch nicht. Das ist diese gute Sideboard-Karte, die gedruckt wurde jetzt. Du kannst, wenn du weiß spielst, kannst du einfach Rune Halo ins Sideboard geben. Wenn dir die 15. Sideboard-Karte fehlt, nimmst du Rune Halo. Wenn du dezidiert was haten willst, nimmst du Rune Halo. Ja. Das ist eine gute Sideboard-Karte. Mittlerweile glaube ich, dass diese Karte schon Main Deck playable ist, wenn du schnell die Decks der Gegner erkennst. Ja, sicher, als One oder Two Off geht das sicher. Ja, ja, ich meine, mich, ich bin ja jemand, der Rune Halo schon mehrfach Main Deck gespielt hat in anderen Formaten. Wundert mich nicht. Aber ja, ich spiele halt auch solche. Gut, in dem Deck würde ich es jetzt gern nicht Main Deck, ja. In dem Deck will ich nicht Main Deck spielen, aber. Ja, na gut, das ist der Deckplan ist ein anderer. Der will halt gute ins Sicht halt steigen. Ja, das nächste Deck durch, das nächste Standard-aggressive Deck, muss man jetzt sagen. Ja, ja, sonst heißt du, der Christoph bringt nur blau-weiße Decks, aber in letzter Zeit bringt nur rote Decks eigentlich. Ja, das ist ein roter Magier, da ist nichts Honor, da ist Burn. Bolt, oder? Bolt ist es, weil du willst das Mana-Symbol drin haben. Ja, okay, von mir aus. Naja. Okay, wenn Bolt. Du schon gescheit battlen willst, dann du gescheit battlen. Danke fürs Vorstellen, trotz alledem. Euch danke, dass ihr uns erträgt und zugesehen habt. Ihr könnt sie immer kommt da und wieder hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen. Ihr könnt es natürlich auch im Spiel am Wien antreffen und im nächsten Video anschauen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und ciao, Opa. Bleibt wie gelandet. Gescheit Battle, Alter. Das kann YouTube nicht rausfiltern, weil sie kennen das Wort Battle nicht. Ja, eh nicht. Das ist wahrscheinlich einige unserer deutschen Zuseher wahrscheinlich auch nicht. Das macht nichts, dann fragen es wenigstens in den Kommentaren. Und ich erkläre es dann, du musst dann erklären, was Gescheit Battle ist. Super.